Guten Morgen. So, wir haben es 3 Uhr. Ich habe bis, ja, eigentlich eben geschlafen. Es war auch echt nötig nach diesem Feuerlöschkurs. Der ging ja direkt um 6 nach der Arbeit los. Und ja, war dann verbunden mit 1,5 Stunden da sitzen und was erzählt kriegen. Mir sind so die Augen zugefallen, ihr glaubt das nicht so. Ich immer so. So, und dann ging es raus, 1,5 Stunden. Dann haben wir mit so gefakten Feuerlöschern Gasfeuer gelöscht. Gefaked deshalb, weil es natürlich keine Schaum- oder Pulverlöscher waren, sondern die waren immer mit Wasser gefüllt. Die einzigen, die echt waren, waren die CO2-Löscher. War ganz cool. Und ja, das hat sich halt dann auch 1,5 Stunden gezogen. Ganz zum Schluss haben wir dann noch gezeigt bekommen, wie zum Beispiel eine Deo-Dose explodiert, wenn sie quasi ins Feuer kommt. Und was dann auch sehr interessant war, was aber glaube ich schon mal jeder gesehen hat, wenn man versucht, Fett, also in der Küche, mit Wasser zu löschen. Da habe ich einen kleinen Clip mitgebracht. Ja, so sieht das dann aus. Eine Menge Feuer, aber ich habe dann gesagt so, ja, aber das Feuer ist aus, ne? Ja, Spaß. Sollte man auf keinen Fall machen, also. Ja, und jetzt bin ich immer noch so ein bisschen desorientiert, würde ich sagen, aber ich komme jetzt mal ein bisschen in die Puschen und dann sehen wir weiter. Ich habe mir jetzt mal meine Laufklamotten angezogen. Ich spüre meine Wade ja schmerztechnisch gar nicht. Ich will jetzt ausprobieren, ob ich laufen kann, ob das direkt wieder anfängt oder ob es quasi nur irgendwie eine Überbelastung war. Ich werde dafür jetzt natürlich keine große Runde laufen oder auch nicht meine Standardrunde, sondern ich werde nur die Runde hier um den Block laufen. Das sind, glaube ich, so 500 Meter. Und da schaue ich mal so, ja, ich würde jetzt nicht sagen ein, zwei Runden. Ich schaue mal, wie viel ich machen kann, ohne dass es schmerzhaft ist. Meine Einlagen, die ich bestellt habe, sind ja leider noch nicht da. Ich denke mal, mit denen wird das auf jeden Fall besser. Ich möchte nur einfach wissen, was macht die Wade? Also macht sie direkt wieder dicht oder ja, einfach nur mal ausprobieren. Und wenn ich dann nicht so weit von zu Hause weg bin, dann kann ich auch relativ kurzfristig abbrechen. Ich merke gar nichts. Wade ist ganz normal. Jetzt mache ich einfach mal ein paar Runden und mal schauen, was passiert. Ich war laufen. So, meine Brille beschlägt gerade. Aber ich war laufen und ich habe ja gesagt, ich gehe es langsam an und will hier um den Block. Ja, ich bin um den Block und dann habe ich gemerkt, so irgendwie, ich merke gar nichts. Naja, du kannst ja eine etwas kleine Runde machen und läufst quasi hier die Runde durch den Ort. Ich habe die Runde durch den Ort gemacht. Ich habe nichts gemerkt in der Wade. Ich so, okay, dann laufen wir weiter. Und dann war es irgendwie wie bei Forrest Gump. Ich bin gelaufen und gelaufen und gelaufen und ich habe nichts in der Wade gespürt. Rein gar nichts. Ich muss dazu sagen, ich bin natürlich auch bewusst gelaufen. Das heißt, ich bin etwas langsamer gelaufen. Und noch dazu bin ich mit den Füßen weiter nach innen gegangen, um zu verhindern, dass ich so sehr stark einknicke, weil ich jetzt quasi ohne die Einlagen gelaufen bin. Das war das Einzige, auf das ich jetzt aktiv geachtet habe. Ja, und nichts. 8 Kilometer und ein paar zerquetschte. In der Zwischenzeit von, also Durchschnittszeit von 7 Minuten 58, glaube ich. Ich kann das ja mal hier einblenden kurz. Ja, das war geil. Es freut mich total, dass es nichts Schlimmes war. War wahrscheinlich irgendwie nach der Nachtschicht irgendwie nur mal volle Kanne überbeansprucht. Oder was auch immer. Oder ich habe mich vertreten und das hat genau in dem Moment reingerissen. Effektiv läuft es wieder sehr gut. Sonst hätte ich jetzt keine 8 Kilometer machen können. Sonst wäre ich am Stock gegangen. Ja, sehr geil. Es geht. Jetzt haue ich mich unters Wasser und dann müsste auch gleich Angie schon kommen. Ach, ich bin nicht mehr einsam. Ist es nicht schön? Das sieht
Zu zweit einsam. Hello. Hello. Ja, Angie ist gekommen und wir fahren jetzt mal direkt ein bisschen was einkaufen, dass wir nachher was essen können. Genau, wir kochen noch irgendwas zusammen. Ja, und dann mal gucken. Außer der Reihe heute, ein außer der Reihe Freitag für uns, ne? Richtig, weil Angies Tochter schläft auswärts. Das ist so schön, die Kinder und meine werden Jungs, groß. Und meine Jungs sind mit der Mama unterwegs, die fahren nach Berlin zu der Einschulung von der Verwandten. Ja. Habe ich auch Ruhe. Das heißt, ganz entspannt, gehen wir jetzt mal gucken, was wir überhaupt machen. Ich hätte ja voll Bock auf Steak. Ja. Wir gucken jetzt mal bei Rewe, ob es dieses eine da gibt, sonst müssen wir Alternativen suchen. Ja, wir gucken mal. Na? Ich stehe, glaube ich, zum allerersten Mal hier in diesem Parkhaus drin. Und es ist so ein Jugendtreff, hat sich gerade rausgestellt. Das heißt, hier hinter uns sind ganz viele Jugendliche. Halbstarke. Genau, die um die Wette rülpsen und so. Rülpswettbewerb wird da gerade gemacht. Ich dachte mir, okay, wir waren wahrscheinlich genauso. Also ich nicht. Du nicht, natürlich, du nicht. Er nicht. Er war ganz brav, ne? Ich hatte aber es keine Klicken, in denen ich rumgehangen bin. Es ist fest gerade hier, deshalb sind vielleicht auch so viele hier. Also das Altstadtfest hier, gerade um die Ecke geht es hier rein zum Fest. Es ist halt ein Sammelpunkt, die sind jetzt alle nochmal bei Rewe, kaufen sich nochmal irgendwas zu trinken, ist ja billiger. Ja. Und wobei ich nicht glaube, dass der Rewe denen irgendwas zu trinken verkaufen darf in der Art und Weise. Ja, wahrscheinlich nichts Großes, ne? Muss halt schon alt genug sein. Tja. Ja, wir haben uns Steak gekauft. Richtig geil eigentlich, ne? Die sehen richtig gut aus. Vielleicht können wir die auf dem Grill machen, die zwei Steaks. Was meinst du? Mega. Sollte ja kein Problem sein, oder? Kann man. Oh, das wäre geil. Ja, freue ich mich. Ich habe schon ein bisschen Hunger jetzt, muss ich sagen. Na dann, gehen wir mal essen machen. Es ist warm drin, ne? So ein bisschen Sauna. Es ist Sommer. Ich hatte mal einen Film, die Sauna. Ganz schlechter Film. Ganz schlecht. Und mit Filmen kennen wir uns aus. Ja, der war finnisch. Der war jetzt echt komisch. Finnische Filme. Wir sind wieder da. Tralalala. Und jetzt werden wir uns gleich dran machen, Essen zu brutzeln und ich muss dringend Akku laden. Echt jetzt? Ja, es blinkt da oben rot. Das ist meistens so ein Indikator dafür, dass der Akku nicht mehr lange mitmacht. Sieht so ein bisschen draußen aus, als könnte es noch regnen, aber wahrscheinlich kommt erst wenn wir den Grill anhaben. Wir machen es uns jetzt bequem, nachdem wir gerade gegessen haben. Oh, ich bin so faul jetzt. Oh, voll gefressen und faul. Oh. Ich kann mich nicht bewegen, Schatz. Ich auch nicht. Deshalb, im Hintergrund läuft schon die Playstation. Wir werden uns jetzt irgendwas angucken und dann, Wir hängen jetzt hier so ein bisschen rum, einfach nur so. Wir hängen nur ganz ab. Ganz unspektakulär. So muss das auch mal sein. Richtig. Morgen ist Samstag, vielleicht machen wir da irgendwas. Ja, ich habe erstmal Schichtführer-Meeting. Mittags dann halt. Lass uns mal schauen. Ja, kriegen wir schon auf die Reihe. Na gut, dann würde ich sagen, es ist ja kurz vor 10, reicht auch. Mhm. Wir machen uns hier weiter gemütlich. Ihr könnt das auch machen. Bei euch ist es ja jetzt im besten Falle so knapp 10 nach 6. Jo, wir ziehen uns jetzt aus und alles wird gut. Okay. Tschüss. Ciao.